Hallo und willkommen zurück zu Might & Magic World of Xeen, bestehend aus erstmal den Might & Magic 4 Clouds of Xeen und Might & Magic Dark Side of Xeen. Wir befinden uns weiter in der Clouds of Xeen in den Zwergenminen und jetzt in der Ebene Omega. Da hatte ich jetzt auch schon mal weiter was aufgenommen, was ich dann, verworfen habe. Also wir führen das Ganze jetzt da weiter, wo wir zuletzt aufgehört haben, natürlich. Ich hatte mir auch schon die Gegenstände ein bisschen angeguckt. Ich habe mir die Zauber angeguckt und alles schön in eine Google Doc-Tabelle eingetragen. Und beispielsweise da auch gesehen, also die ganzen Zauber, die stehen halt hier alle im Handbuch. Nicht von Clouds of Xeen, hatte ich ja in der ersten Folge gesagt. Nicht bei Clouds of Xeen, aber in Dark Side of Xeen steht auch alles drin. Der härteste Heilzauber, den wir sprechen können und sprechen können werden, ist tatsächlich Naturheilung mit den 6-0. Danach gibt es zwar noch was, aber die würden alle Edelsteine brauchen. Aber, gehen wir erstmal weiter, dann erzähle ich da noch das eine oder andere zu. Jetzt werden wir hier erstmal gucken. Gehen wir hier lang. Dieser Buff ist noch an mit der magischen Karte. Also wir sind ja hier in der Höhle, um den verrückten Zwergenkönig zu erledigen. Da haben wir ja auch eine Quest vom Bürgermeister. So, guck mal hier gerade nochmal. Ja, da müssen wir dann danach zurück. Wir sollen König der Irren Zwerge erledigen und dann zum Bürgermeister Gunther zurück. Und hier haben wir ein wenig Gold. 5000, nochmal 1000, 300, 160. Wir sind bei 66.000 Gold. Okay. Also wir haben bei der Heilung gar nicht mehr so viel Spielraum. Also das, was wir jetzt heilen können, das ist ein bisschen dünn, ja? Also wenn man 140 Lebenspunkte hat, diese Heilung, die wir da sprechen, die macht nicht wahnsinnig viel. Da muss ich jetzt nochmal gucken, was ich mit aufgeschrieben habe, damit ich jetzt nicht im Handbuch rumwühlen muss. Die Naturheilung, die heilt 25 und mehr geht auch nicht. Und dann haben wir die Extraheilung, die ist zwar besser, aber die kostet 3 Edelsteine. Und die heilt eben 2 bis 12 pro Stufe. Was jetzt mit der Stufe, die wir haben, was ist das hier, Stufe 10? Also 20 bis 120 sollte die im Schnitt schon mehr bringen. Aber, ist ein bisschen beschränkt. Was mich bei den Zaubern noch mehr gewundert hatte. Moment, ging es hier unten noch mal weiter? Ne, das ist alles. Was mich bei den Zaubern mehr gewundert hatte, ist, Moment, ich speichere hier mal gerade. Ist, dass es bei den Klerikern ein paar Zauber, Schadenszauber gibt, die auch gut Schaden machen und keine Edelsteine kosten. Während bei den Magiern tatsächlich quasi alle Zauber, außer dieser erste Billigzauber, die kosten alle Edelsteine. Und da habe ich auch ein paar rausgesucht, die sind ein bisschen primitiv. Also die verbrauchen dann genauso viel wie andere, machen aber deutlich weniger Schaden. Da müssen wir mal gucken, was sich da lohnt zu lernen. Ich hatte außerdem gesehen, dass das Lernen von Zaubern auch Zeit kostet. Da gehen mehrere Tage ins Land. Die Tage kann man ja hier unten einsehen. Wir sind Tag 91. Da habe ich wahrscheinlich anfangs auch ziemlich viel Zeit dann ja verballert mit dem das war gut, dass ich da gespeichert habe. Ich will vermeiden, dass die alle
Okay, das muss man noch zweimal abbekommen. Dass die alle vergiftet oder ja, doch vergiftet sind. Das hatte ich übrigens auch gefunden. Es gibt einen Giftheilungszauber, aber anscheinend noch nicht bei den noch nicht bei den Typen, die, also bei den Magiergilden, wo wir waren. So, also Naturheilung. Da müssen wir hier mal wen auferwecken quasi. Zing. 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 Der Paladin braucht auf jeden Fall dann auch Naturheilung. Ganz gut ist aber eigentlich, dass das eben mit der Stufe skaliert und nicht mit, also die Zauber, die Stärke, dass sie mit der Stufe skaliert und nicht mit anderen Werten. Das war ja ein Problem bei, na, das ist nochmal so ein Ding. Bei Legends of Emberland, wo man diesen Arcane-Wert hatte und damit. Der war bei den Magiern höher zu steigen als bei den anderen. Und das führte halt zu dem weiteren Problem, dass diejenigen, die Hybridklassen, ihre Zauber auch alle super ineffizient zaubern konnten, dass das eigentlich gar keinen Sinn macht, mit denen zu zaubern. So. Da sacken wir uns ordentlich die Kohle ein. Na, da geht's. Na, ich gehe mal den anderen Weg erstmal entlang. Wobei, ich mach mal das hier mal. Vielleicht ist hier auch nur. Naja, da muss man dann weiter und dann bin ich wieder am Zurücklaufen. Das ist wahrscheinlich nicht so gut. Ich gehe erstmal hier lang. Auf jeden Fall haben wir dann noch einen Weg. Ah, und damit sind sie wieder. Solange ich das nicht kurieren kann, will ich das vermeiden, mit allen vergiftet zu sein, weil ich sonst die ganze Mana beim Aufwachen wieder für das Unterdrücken jedes Mal ausgeben muss. Dieses Mal, ich weiß nicht, wie das berechnet wird, aber entweder sind alle affected oder niemand. Und ich glaube, die, die da krank sind oder die vergiftet sind, die hatten sich das auf andere Weise zugezogen. Bandenchef. So. Und da hat jemand ein Krönchen. Es sieht jetzt aber auch nicht gerade aus wie ein Thronsaal, würde ich behaupten. Ich weiß gar nicht, ob man so einen Feuerball, ob der fliegt. Probieren wir mal aus. Oh ja, tut er. Oh, der hat aber meine Charaktere jetzt alle schlafen gelegt. Machen wir mal erwachen. Oh, oder machen wir nicht erwachen. Dann schießen wir einfach. Piu. Ja. Naturheilung. Die kann sowieso nichts zaubern, weil keine Mana. Ah, komm, das kriegen wir jetzt auch noch hin. Ja, also der konnte jetzt nicht viel. Da müssen wir wieder was einreißen. Okay, und da sollten wir jetzt wahrscheinlich schlafen. So. Schlafen. Machen wir wieder das Licht an. Dann dieses Magierblick-Dings da. Dann müssen wir hier wieder hin. Und Gift unterdrücken. Einmal da drauf. Gift unterdrücken, einmal da drauf. Mal gucken. Vergiftet minus 1, minus 1. Okay. So. Knackt das Schloss.
Breitschwert, Großaxt, Armbrust, Säbel und Handschuhe. Da steht, glaube ich, immer nur das Basisding. Da steht nicht, ob das besondere Sachen sind, oder? Naja, Kristallarmbrust. Kristall ist, glaube ich, ziemlich gut. Muss mal gerade auf meine Liste gucken, die ich unter meiner Kamera aufgeklebt habe. Aber ich finde keinen Kristall. Ruby, Enamel, Sapphire, Diamond, Obsidian. Keine Ahnung, wie gut das ist, aber ich glaube, das ist gut. Okay, wer graben? Nochmal 5000, 1000, 300, 100. Okay. Kristall. Ah, doch, nee, es ist gar nicht mal so gut. Das ist ziemlich weit unten. Unter Eisen. Naja, gut, müssen wir mal gucken. Wir hatten das, glaube ich, schon bei den Stiefeln gesehen, dass Holzstiefel nicht besonders gut sind. Wer hätte es gedacht? Aber Holz ist halt nicht die unterste Stufe. So. Dum, dum, dum. Zing. Wir müssten noch einmal zurück, ja. Also da war ja noch. Da war ja noch mal ein Weg, wo ich die Wand nicht einreißen wollte. Vielleicht kommen wir jetzt hier aber auch drüber, dass wir da im Kreis laufen. Ja, genau. Und damit wären wir quasi wieder da. Gut, dann hätten wir das. Das ist ja ungesund. Dann laufen wir da weiter. Zum. Okay, da können wir auch weiter. Dann gehen wir erstmal in die Richtung. Dann ist aber auch wieder ein bisschen länger hier. Ein bisschen weiter. Ne, da kommen wir. Okay, da wäre dann der Weg zurück. Ah, da ist mein Licht wieder ausgegangen. Vielleicht sollte ich den Sensor irgendwo anders platzieren. gut, jetzt muss ich. Jetzt habe ich die Orientierung verloren. Sehr gut. Wir sollten eigentlich jetzt zu einer Kreuzung zurück, wo noch zwei Wege. Und, genau. Richtig rumgelaufen. Da haben wir nochmal ein paar Spinnen. Okay, das hat uns jetzt nicht wahnsinnig viel gebracht. Okay, damit sind wir einmal jetzt nochmal im Kreis gelaufen. Okay, also das heißt, wir sind hier durch, haben alles fertig. Und können jetzt wieder nach Hause in die Stadt. Und da werden wir dann einmal die ganzen Gegenstände uns ansehen und umverteilen und so weiter. Wohin? Mine 1, bitte. Muss ich hier den Ausgang wieder finden, aber das sollte machbar. Okay. Die ganzen Gegenstände anschauen. Die hatte ich mir aber schon zu einem großen Teil angesehen. Das war gar nicht so viel, wie ich dachte. Also es sind zwar sehr viele Gegenstände, aber es ist sehr viel das Gleiche. Ich werde jetzt hier einmal zu dem Schmied gehen. Der müsste eigentlich Eisenwerk.
speichern. Ich werde euch mal den ganzen Kram jetzt zeigen und auch... Was wollt ihr denn? ...alles identifizieren und das ein oder andere vielleicht aufschreiben, was jetzt hier noch neu gekommen ist. Identifizieren. Eine Glefe hatten wir neu gefunden. 4 bis 12. Das ist schon besser als nicht viel. Der Lapis, da hat man aber Trefferchance erhöht. Also die Glefe ist auch nicht wahnsinnig gutes Problem. Nee, kann tatsächlich auch von einem Ninja, aber der Ninja hat auch schon was Besseres. Also die ist jetzt für uns nicht mehr so interessant, die Glefe. Dann haben wir ein Skimitar, 2 bis 10, ist also unnütz. Katana ist ja auch nicht besser irgendwie, also hat ja kein besonderes Material. Das heißt, hier können wir alles verkaufen. Hier wird es jetzt ein bisschen interessanter. Wir haben eine Lärm-Wakazashi, die macht 5 Energieschaden, also macht 8 bis 14 sozusagen. Wir haben ein Langschwert, 3 bis 9, das ist Schrott. Und ein Funkendknüppel, 3 Elektroschaden. Der ist besser als die Keule. Und der kann auch vom Kleriker verwendet werden. Das heißt, hier können wir alles verkaufen. Jetzt, hier wird's interessant. Da haben wir ein paar schönere Sachen. Also nicht alles verkaufen. Wir behalten die Lärm-Wakazashi. Wobei ich jetzt auch nicht weiß, wie das bekommen soll. Ich hatte mir mal ein paar Sachen aufgeschrieben. Ich muss noch mal gegenchecken. Der Barbar hatte beispielsweise Perl Langschwert 5 bis 11. Ja. Der hat 3 bis 12 und plus, ich habe mir die Waffen, die die haben, mal aufgeschrieben, weil ich muss das mal gerade nochmal checken, ob das okay, ob das so passt. 1, das ist ja, muss man auch wieder draufrechnen, ja. Also, das ist schlussendlich 11 bis 20. Das habe ich mir falsch aufgeschrieben. So. Dann haben wir die Keule, 2 bis 8, und den Explosivstab mit plus 4 Feuerschaden. Okay. Das heißt, soweit hatte ich mir das alles richtig aufgeschrieben. Bis auf den einen Punkt hatte ich falsch. Das sind Bögen, das ist alles Kurzbogen, Kurzbogen, Kurzbogen. Die hat eine Goldschleuder, die macht mehr und trifft besser. Und ich glaube, die beiden, die können davon nichts verwenden. Kleriker und Magier sind überall ausgeschlossen von den Fernkampfwaffen. So, das heißt, wir hätten bei den Waffen den funkenden Knüppel. Der müsste dann an den Kleriker gehen. Funkend Knüppel an Kleriker. So, dann haben wir die Lärm-Wakazashi, die macht 8 bis 14, die kann sowohl der die kann nur der Ninja nehmen und der Paladin theoretisch. Den Paladin wäre das auch noch besser, okay. Lärm-Wakazashi geht an Pala. So, jetzt kommen aber die interessanteren Sachen, glaube ich. Wir haben ein frostiges Breitschwert. Ja, das macht 7 bis 16. Kann auch der Schütze nehmen, aber der Schütze, der hat schon mehr. Könnte auch ein Barbar nehmen. Ja, müssten wir mal gucken. Ist jetzt aber auch nicht wahnsinnig gut. 7 bis 16. Und das hier war 8 bis 14. Okay, was haben wir sonst noch? Eine Messing-Großaxt. 0 bis 14. Naja, 0 ist natürlich... Also es sind dann 3 bis 17.
Okay, da muss ich mir gleich mal das genauer noch anschauen. Kristallarmbrust. Das ist auf jeden Fall schön. Die Bögen haben halt deutlich weniger. Und wir haben einen flammenden Säbel. Und der ist schon ganz ordentlich. 14 bis 18. Okay. Dann gehen wir durch die Rüstung mal durch. Wir haben Schuppenrüstung. 4 ist mit was vom Schlechtesten. Dann haben wir den Schienen. Sorry dafür. Wir haben Schienenpanzer. Schuppenrüstung, Plattenpanzer, Schuppen, Schuppen, Schuppenring, Robe, Platten, 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 das ist einmal Plattenrüstung und einmal Plattenpanzer. Plattenrüstung ist besser. Aber der Einzige, den Plattenpanzer tragen kann, der hatte diesen toxischen, der hat zwar ein bisschen weniger Schutz, aber dafür diese Säureresistenz. Und ich will eigentlich vermeiden, also Säure und Gift, ich will eigentlich vermeiden, dass die vergiftet werden. Also hier ist jetzt auch eigentlich nichts bei, außer dass die den kaputten Ringpanzer hat. Okay. Dann haben wir hier Platten, Schuppen, 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 Ring. Okay. Auch nichts. Da haben wir einmal eine Messing-Schuppenrüstung. Die ist aber Schrott. Plattenrüstung, Robe, Ringpanzer. Ist alles nix. Bronze, Platten, Kettenpanzer plus 5. Da weiß ich jetzt nicht, ob das besser oder schlechter ist. Und wir haben Stahlhandschuhe. Die könnten wir schon noch brauchen. Also ist sehr viel bei. Und wir haben Accessoires. Charmgürtel. Das wird wahrscheinlich Persönlichkeit erhöhen. Genau. Okay. Also wir haben da nicht so wahnsinnig viel. Und dann werde ich. Habe ich die Kiste jetzt von diesem Zwergenhoshi gelootet? Ich hoffe doch. Jedenfalls werde ich jetzt hier laden. Und werde einmal schon ein bisschen reine machen und Was wollt Sachen ihr denn? verkaufen, die auf jeden Fall Unsinn sind. Dann habe ich die hier direkt mal raus. Säbel brauchen wir nicht, Messer brauchen wir nicht. Die Glaive brauchen wir auch nicht. Scimitar, Katana, Axt, Rüstung. So, Schuppenrüstung, Schienenpanzer, Schuppen, Plattenpanzer. Und den ganzen Kram kann man eigentlich auch verkaufen, weil ich nicht sehe, dass ich das jemals benutzen werde. Das sind halt so Sachen, ja, die kann man Ewigkeiten im Inventar rumtragen. Im Moment sind die Gegner sowieso noch zu schwach, dass ich ja noch nicht mal da wirklich die Zauber verwenden will. Für die Edelsteine. Deshalb, das macht eigentlich keinen Sinn. Nunchakas, die können weg. Langschwert kann weg. Die beiden Sachen halten wir mal. Messing-Großaxt, die halte ich auch gerade mal. Die werde ich mir gleich nochmal genauer ansehen. Und damit hätten wir das durch. Jetzt gucken wir nochmal auf die Rüstung. Schuppen, 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 Robe. Wir haben hier einen Ringpanzer. Da müsste ich gucken, ob ich nicht den Ringpanzer ersetze. Platten. Platten. Der Einzige, der die Plattenrüstung tragen konnte, war der. Und da würde ich das nicht verwenden wollen. Schienenpanzer. Plattenpanzer. Plattenpanzer. Platten. Schienen. Ah, da hätten wir noch Kettenpanzer gehabt. Na, hätte ich eventuell mit was anderem austauschen können. Messing-Schuppenrüstung. Schuppen war das billigste sowieso. Okay, verkaufen. Ne, die Stiefel nicht. Die Schuppenrüstung noch verkaufen. Der Ringpanzer war. Ich muss da nochmal gucken, wie das mit den Werten war. Noch einen brauchen wir aber auf jeden Fall nicht. Plattenrüstung kann auch weg. Die muss ich mir nochmal ansehen, aber es wird wahrscheinlich schlecht sein. Stahlhandschuhe. Ah, hier haben wir Bronze-Kettenpanzer. Eventuell können wir das ersetzen. Aber es kann auch sein, dass Bronze schlechter ist als nix. Also müssen wir mal sehen. So.
Jetzt werde ich mal einen kurzen Schnitt machen und da nochmal. Ups. Die wollte ich nicht angreifen. Und da nochmal gerade durchsortieren. Kleinen Moment. So, ich habe mir jetzt erstmal nur die Waffen angesehen und werde die mal gerade ja, umbauen. Also den Kurzbogen, der kommt weg. Die Kristallarmbrust, die kommt dann hier zum Ninja. Der. Ups. Anlegen. Der Charakter hier, der hatte schon die Goldschleuder, die ist besser. Dann haben wir einen flammenden Säbel. Der geht an den Barbar und der kann sein Perlenlangschwert ablegen. Das brauchen wir nicht mehr. Das kann dann auch verkauft werden. Das können wir direkt drüber packen. Dann haben wir die Lärmwakatsashi. Da hatte ich mir zuerst gedacht, dass der Paladin die nimmt, aber der hat noch was Besseres. Von daher, die kann auch verkauft werden. Der Prügel, den der im Moment hat, der Lapisprügel, der kommt zum Kleriker. Und der funkende Knüppel, der kann verkauft werden. So, das heißt, die Keule kann auch weg. Das hier legen wir an. Und wieder zurück. Jetzt hat der keine Waffe, das ist noch in Ordnung. Dann haben wir, der Kurzbogen kann auch weg. Dann haben wir das frostige Breitschwert. Das kommt dann zu dem Paladin. Und dann haben wir die Messing-Großaxt, die kann auch verkauft werden. So, dann gehen wir hier Was wollt einmal ihr denn? gerade verkaufen. So, weg. Lärm, funkender Knüppel, Keule, Kurzbogen, Messing-Großaxt. Und dann müssten wir uns noch die Rüstungen ansehen. Da war jetzt hier noch ein Ringpanzer. Ich meine, das kann ja nicht besser. Wir müssten auf jeden Fall noch reparieren. Dann machen wir, legen wir das an. Und da muss ich noch gucken, wie das mit dem, ob da irgendwas besser ist. Der Schienenpanzer ist wahrscheinlich auch Quatsch. Schuppenrüstung. Ja, das ist natürlich mit dem mit dem Barbar ein bisschen doof, weil der halt nichts anziehen kann. Da werde ich jetzt auch noch mal gerade schauen und dann werden wir das auch noch umsortieren hier. Kleinen Moment. Okay, das war einfacher als gedacht. Das ist nämlich alles Was wollt Schrott. ihr denn? Und die Rüstung, die die hier hat, das kann man jetzt da nicht sehen. Ich gehe mal auf Reparieren. Das ist ein magisches Ding. Da ist bloß kein Platz mehr. Ist eigentlich noch genug Platz, aber wird halt hier nicht angezeigt. Wenn ich das jetzt repariere, dann ist das nämlich ein funkender Kettenpanzer. Und den wollen wir dann behalten. Jetzt werde ich da gerade auch noch den Kram reparieren. Stiefel, Handschuhe. Den brauchen wir nicht reparieren. Bei Waffen ist, glaube ich, alles in Ordnung. Accessoires. Da hatten wir noch den Charmgürtel. Okay. Charm. So, verkaufen. Moment. Rüstung. So. Ringpanzer verkaufen. Ja, Schienenpanzer verkaufen. Jawohl. Das hier ist auch Schrott, das macht nur zwei Schutz. Und damit. Achso, und den Kram können wir noch verkaufen. Ringpanzer. Bronze Kettenpanzer. Funkend. Bronze ist aber auch nicht wahnsinnig gut. Da müsste ich noch mal gerade gucken. Gegenstände, die kann auf jeden Fall bei der Rüstung die Handschuhe mal übergeben. Da sind auch andere Handschuhe. Der noch keine Handschuhe. Die hat noch keine Handschuhe. So. Hätten wir das. Und die Bronze-Kettenpanzer müsste ich noch mal anschauen. Ob Kettenpanzer noch irgendwer nehmen kann. Was wollt ihr denn? Identifizieren. Rüstung. Plus 5. Bronze-Kettenpanzer. Kann der Barbar nicht tragen. Alle anderen haben was Besseres. Dann werden wir den auch gerade verkaufen. So. Das sollte dann so auch passen. Damit sind wir hier mit den Charakteren durch, mit der gesamten Ausrüstung. Wir müssten nur noch dieses Teil hier übergeben auf den Kleriker. Ledergürtel. Ich glaube, der ist für nichts gut.
Wir haben die anderen Was ja auch schon wollt ihr eins. denn? Verkaufen wir das auch noch. Ledergürtel. Und damit sind wir hier fertig. Okay. Dann gehen wir gerade zum Schleimtempel. Und Kann ich werden helfen? mal den heilen und die heilen. So. Dann sind die auch nicht mehr vergiftet. Dann würde ich jetzt mal rüber in die Dark Side, weil da haben die mehr Zauber zur Verfügung. Und dann werden wir da nochmal schauen. Wobei es auch sein kann, dass die Zauber da teurer sind. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Da haben wir die Bank. Wir müssen weiter nach unten. Ich guck mir mal einen Zauberpreis an. Willkommen in der Gilde. Willkommen in der Gilde. Kaufen. Schrapnell kostet hier beispielsweise 500. Schraube ich hier mal gerade auf. Schrapnell kostet 500. Und dann werden wir hier nämlich auch nochmal ein bisschen Zauber einkaufen. Wir gehen jetzt auf die andere Seite. Das war... Ne, das war draußen, ne? Wir mussten mal draußen zu dieser Pyramide hin. Swupp, da sind wir. Dann werden wir... Ah ja, genau. Da hatte mich... muss ich mal gerade gucken. Wo habe ich es mir aufgeschrieben? Da hatte mich Thomas Roten in den Kommentaren darauf aufmerksam gemacht, dass ich da irgendwo... Genau, die Schatzkarte. Die habe ich nämlich dann vergessen zu kaufen. Und eine Reise in Darkseid, sie ist ein seltenes Einzelstück. Ja, was meint ihr? Die kaufen wir. Wir haben eine gefälschte Karte gekauft. Ja, vielen Dank. Das steht über Mittag geschlossen. Ja. Ja, sehr schön, ne? Dann haben wir jetzt eine gefälschte Karte. Die... Steht aber ja hier als Questgegenstand drin. Wer weiß, vielleicht ist die nochmal für irgendwas gut. Dann gehen wir jetzt mal zu den Zauberleuten. Ich glaube, das war hier. Und ihr wollt zaubern? Schrapnell kostet ja auch 500. Okay, dann müssten wir jetzt hier noch schauen, was wir denn da brauchen können. Und da hatte ich mir die Zauber auch noch aufgeschrieben in eine Liste, um das halt da eine bessere Übersicht zu haben. Allerdings vergeht eben beim Kaufen von Zaubern Zeit. Das ist ja auch nicht ohne. Ich kann das mal gerade zeigen. Ah, was war das? Okay. Wir haben jetzt... heute ist erster Tag. Ich habe ja jetzt noch nichts gekauft. Ihr wollt zaubern? Das reine Betreten dauert einen Tag. What the hell? Ihr wollt zaubern? Das ist ja mal ein bisschen bescheuert, oder? Das reine Anklicken von der Zaubergilde kostet einen Tag. Ist ein bisschen seltsam. Okay. Also das kostet einen Tag. Wenn wir jetzt hier hingehen und Kraftschild, Blitz, Schrapnell. So. Jetzt sind wir bei Tag 5. Ne, dann kostet das Kaufen von den Zaubern nichts. Aber ich weiß jetzt auch nicht, wieso das Jahr umgestiegen ist. Vermutlich ist ein Jahr dann 100 Tage. Bisschen seltsam. Okay, also müssen wir da... Ich teste das jetzt gerade nochmal. Also wir haben jetzt einen Tag.
Ihr wollt zaubern? Wenn wir jetzt rausgehen, ist sowieso ein Tag vorbei. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Das heißt, wir müssten jetzt Tag 2 haben. Okay, dann kostet das Kaufen von Zaubern keine Zeit, aber das reine Betreten von dem Laden, das kostet einen Tag. Etwas eigenartig, würde ich behaupten. Ihr wollt zaubern? Okay, dann für den einen Tag brauchen wir jetzt nicht zur Bank zu laufen. Dann gucken wir uns jetzt mal an, was wir jetzt hier lernen können. Beim Zauberer, den Schrapnell, das ist, kann ich jetzt auch so sagen, der macht 2 Schaden pro Stufe und kostet 1 Mana pro Stufe. Könnte unter Umständen sinnvoll sein, aber wenn ich da was zauber, dann werde ich sowieso den Feuerzauber nehmen und den habe ich schon gelernt. Ich glaube, es macht Sinn, unsinnige Zauber erst gar nicht zu lernen, um das nicht zu klattern. Also dann werde ich den Schrapnell nicht lernen. Der Blitz ist im Endeffekt genau das gleiche wie der Feuerball, das heißt, den brauchen wir auch nicht. Hier bei dem Kleriker, da haben wir ein bisschen eine andere Situation. Da haben wir jetzt die Extra-Heilung. Das ist quasi die Hauptheilung, die wir im Kampf verwenden werden, weil die halt mit der Stufe skaliert. Das heißt, die bringt mehr als die Naturheilung. Das heißt, die holen wir uns. Wir kaufen uns bei dem auch gerade die... Der kann erwachen lernen. Sehr gut. Erfrischen kann der auch lernen. Sehr gut. Dann haben wir... Helden ist auch nicht schlecht. Mit Helden kann man die Stufe temporär erhöhen. Und das könnte helfen, um den Dieb zu buffen, den Dieb oder hier den Ninja zu buffen. Und das hätte ja zur Folge, dass der durch die höhere Stufe eigentlich auch mehr in Schlösser knacken haben müsste. Das lernen wir mal hier drauf. Sehr gut. Dann haben wir Extraheilung und Naturheilung. Sehr gut. So. Ja, und theoretisch könnte der dann auch diese ganzen Buffs machen. Dann müsste die das nicht nutzen. Aber das ist halt auch viel Gemüse. Und im Moment lohnt sich das sowieso nicht. Also für diese Buffs zu verwenden, ist halt, ich sag mal, mehr umständlich, als dass es dann tatsächlich Helden helfen wird. Helden lerne ich jetzt hier auch noch. Sehr gut. Heiliger Bonus weiß ich jetzt nicht. Kältestrahl, Bestienmeister, Funken, Schmerz, Faust, Erfrischen lernen wir noch. Sehr gut. So, und hier gibt's 2 Schadenszauber beim Kleriker, die nichts kosten an Edelsteinen. Das ist zum einen die Faust, die macht aber auch nur... Macht die nur 2 Schaden pro... überhaupt? Das wäre ja mal gar nichts. Da muss ich mal gerade gucken. F-Faust. Ne, macht 6 Schaden. Das ist aber eher immer noch nix. Also, das kann man mal vergessen. Faust ist nutzlos. Frost hat... können wir hier noch lernen. Frost macht 35 Schaden. Das ist immer noch nicht viel. Aber kostet halt... Sehr gut. Keine Kristalle oder keine Edelsteine. Und dann hätten wir halt weiter nach unten Kältestrahl. Das kann halt dann eine Gruppe... wir hätten hier sogar noch tödlicher Schwarm, aber das können wir hier nicht lernen. Also Kältestrahl, das würde skalieren, würde aber auch 4 Edelsteine kosten. Oder 4, doch Edelsteine nennen die das.
Die kommt aber sowieso eigentlich nie dazu zum... Oder ich würde das da kaum einsetzen wollen. Ich lasse das mal außen vor. Mit ihr habe ich jetzt noch so ziemlich nichts gelernt. Da lernen wir aber jetzt mal schweben. Sehr gut. Den Magierblick auch. Sehr gut. Ja, das soll es dann aber auch erstmal sein. Dann werden die Buffs, wird die dann sprechen. Okay. Eigentlich könnte der, um die Mana loszuwerden... Ne, wobei der halt ja auch... Ah, das passt schon so. Also damit wären wir mit dem ganzen Zaubergedöns auch durch. Wir müssen aber jetzt noch diese Quest abgeben. Wo hatten wir den... Moment. Hier oben geht's durch. So. Zurück zur Stadt. Wir mussten jetzt hier nochmal zum Bürgermeister. Die Zwerge haben mir von euren großen Taten berichtet. Ich soll euch eine seltene Auszeichnung verleihen. Der Orden der Zwerge für Mut. Herzlichen Glückwunsch. 50.000 Erfahrung. Okay. Dann werden wir jetzt auch noch trainieren gehen. Ich will nur mal gerade gucken, wie viel... Kann schon alles. Wir können hier schon nicht mehr trainieren. Da ist die Stufe zu hoch. Das heißt, wir müssen wieder zurück in die andere Gegend. Ich guck aber gerade mal. Okay, da ist noch nicht mal genug da zum Trainieren. Dann werden wir jetzt auch nicht trainieren. Wir werden aber noch zur Bank. Und das schreibe ich... Willkommen. Da lagern wir jetzt einfach alles ein. Gold. Hier. Und Edelsteine. Zack. Und das schreibe ich mir jetzt auch mal auf, wie viel wir denn da drin haben. Zum Jahr 600... Moment. Jahr 600... 11 und Tag 4 haben wir. Seid willkommen. 300 und 6117 Gold und 1489 Edelsteine. Und dann kann ich beim nächsten Mal mal sagen, wie viel wir denn dazu bekommen haben. Also, das war jetzt viel, ich sag mal, Management-Gedöns. Dann der Brunnen, da, ich kann jetzt nicht mehr sagen, wer das war, aber in den Kommentaren gab es auch was, von wegen, dass wir das trinken können, nachdem das Dorf gerettet ist und das dann einen positiven Effekt hat. Probieren wir das mal aus. Du fühlst dich erfrischt. Okay. Ja, also vorher hatten wir Schaden bekommen, jetzt sind wir erfrischt. Okay, bringt uns jetzt wahrscheinlich nicht so wahnsinnig viel. Dann gucken wir mal, was haben wir jetzt noch als Aufgaben. Wir sollen Wurzeln für Myra das Kräuterweib sammeln. Und die waren ja unten bei diesen Kröten. Und dann werden wir uns... Moment, ich guck nochmal kurz nach. Wir haben Nahrung immer noch 4 Tage. Ich glaube, weil man immer mal wieder auch Nahrung findet. Dann würde ich sagen, machen wir uns jetzt, ja, noch ein paar Minuten, bevor ich hier auch einen Schnitt machen muss, machen wir uns auf den Weg nach Süden und gucken mal, was wir da auf unseren Wegen finden. Blum. Das ist übrigens hier auch das Logo von New World Computing. Ja, kann ich hier noch zeigen. Ja, da seht ihr das. So. Werden wir hier einfach mal am Rand der Welt entlang laufen. Da hinten schwimmt was im Wasser. Was ist das? Altar des Giftes. Wer will beten? Oh.
Das klingt irgendwie so nach Monty Python. Da wartet eine Kröte. Okay, vernichtet. Eine Flasche. Wer will öffnen? Die in der Flasche ist eine Schriftrolle mit dem Spruch Gegenstand verzaubern. Ah, okay. Da haben wir noch ein Zelt. Okay, was ist denn... Normalerweise müsste man damit tatsächlich einen Gegenstand verzaubern können, also magisch machen können. Schriftrolle für Verzaubern. Eine der besten Waffen, die wir aktuell haben, ist diese Goldkatana. Also ich werde jetzt einfach mal gucken, dass wir das darüber gehen geben. Schriftrolle verzaubern. Benutzen. Auf wen? Den Goldkatana verzaubern. Kann nicht verzaubert werden. Spruch hat versagt. Ja, danke. Und damit ist das jetzt auch einfach verpufft. Ja, ist ja super. Okay, vielleicht muss man das auf, benutzen. Ich mach das jetzt hier einfach mal auf den Kurzbogen. Vielleicht in dem Moment ein qualmender Kurzbogen. Vielleicht, sobald die ein Material haben, funktioniert das schon nicht mehr. Okay, also das geht prinzipiell. Aber... Das heißt, wir müssen irgendwas verzaubern. Wir haben fast keine Helme. Wir könnten einfach mal den Helm hier verzaubern. Aber das ist ein bisschen... Ich probiere es jetzt noch einmal aus mit irgendwas anderem. Wie beispielsweise dem... Der Schuppenrüstung hier von dem. Aber der wird wahrscheinlich dann auch wieder sagen, dass es nicht geht. Doch, das geht auch. Stahlschuppenrüstung. Da habe ich aber jetzt nur den Status erhöht, oder? Das war vorher keine Stahlschuppenrüstung. Bisschen seltsam ist das schon. Ach so, nee, Schuppenrüstung war ja gar nichts drauf. Das war jetzt mein Fehler. Nehmen wir das Lapis-Schild. Ich vermute mal, dass das nicht geht. Benutzen hier Rüstung, Lapis-Schild, verzaubern. Ja, und damit ist es verpufft. Also, wir können das nur auf Gegenstände verwenden, die noch keinen Wert haben. Und dann könnten wir halt Glück haben, dass das irgendwas bringt. Aber... Naja, dann machen wir das halt auf den Helm, weil Helm kann jeder tragen und dann können wir das zur Not auch auf irgendwen anders geben. Benutzen, hier und auf den Helm. So, verzaubern. Gegenstand. Wir haben einen qualmenden Helm bekommen. Der ist bestimmt voll gut. So. Wir haben eine Nachricht. Hilfe, ich bin in Darzogs Turm. Krodo. Aha. Da haben wir nochmal... Eine Kröte. So, gucken wir hier gerade noch vorbei.
Orotin, der Eremit. Vor ein paar Jahren schuf ich eine Statue auf jeder der zwei Inseln hier in der Nähe. Diese Statuen sollen jedem Zauberer die Sprüche entgiften und Krankheit heilen lernen. Aber ich habe die Pfeife verloren, mit der man sie aktivieren kann. Ich glaube, ich verlor sie in der Heugabelbucht. Wenn ihr die Pfeife findet, aktiviere ich die Statuen für euch. Okay, das klingt ja sehr sinnig. Jetzt muss man nur gucken, wo denn diese Heugabelbucht ist. Und da werde ich hier mal gerade in der Bestseller Games wühlen, weil ich ja hier die Karte drin habe. Und die Heugabelbucht, okay. Die ist ein bisschen weiter im Osten hier. Also da müssten wir von, ich hoffe, dass ich da jetzt richtig zeige, ja, von Vertigo aus, ne, nach Südosten. Also ein bisschen östlich noch von hier werden wir natürlich machen, aber nicht jetzt. So, da haben wir, da hinten ist auch noch einen Wagen. Plus, okay, das ist natürlich alles temporär. Aber da könnt ihr jetzt auch sehen, ja, dass die da mehr haben, als sie eigentlich können. Laufen wir das hier frei. So, wir gehen erstmal weiter nach Süden. Oh, da haben wir eine Statue. Wer will berühren? Die sieht aber nicht so aus, als man die berühren sollte. Die Statue weist dich ab. Okay, kann keiner. Das ist vielleicht das mit den Pfeifen. Okay. Oh, da habe ich jetzt. Okay, so viel aushalten tut das Vieh aber auch nicht. Die sind weiterhin ziemlich schwach, die Gegner. Da ist ein Turm. Laufen wir hier erstmal weiter. Zing. Oh, wo kommt die denn her? Eine Todesschlange. Da ist ein Tor. Euch fehlt der richtige Schlüssel zum Turm. Ihr dürft nicht vorbei. Och. Okay. Da scheint was auf dem Boden zu liegen. Ihr findet eine Firna-Wurzel. Okay, ihr pflückt sie. Okay, wir haben eine Firna-Wurzel gefunden. Und da ist noch eine. Die Pflanze spürt, dass ihr bereits eine andere habt und entweicht euren gierigen Fingern. Aha. Okay, also wir brauchen nur eins davon. Oder müssen wir da hin und her laufen? Party muss rasten. Okay, dann werden wir jetzt erstmal noch nach oben laufen. Ja, also die Distanzen hier auf der Karte, die sind schon, ne? Nicht so wahnsinnig groß. Vielen Dank, ich mache euch jetzt die Tränke. Trank, 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 Trank. Ich weiß gar nicht mehr, was das für Tränke sein sollten. Trank gegen, also ein Gegengift-Trank. Okay. Boah. Gut, damit hätten wir das erledigt. Vielleicht kann die da noch mehr von herstellen. Steht das jetzt immer noch hier drin? Nö. Wir sollen hier die Knochenpfeife holen.
Also die Quest ist erledigt. Das war jetzt nicht so der Hit. Okay. Dann würde ich sagen, gucken wir beim nächsten Mal, dass wir dann doch nach Westen gehen, um diese Pfeife zu finden und uns damit dann entgiften und entkranken zu können. Ich denke mal, das wäre für den Rest des Spiels sicherlich sehr hilfreich. Aber das müsste es ja eigentlich auch dann irgendwie auf der Dark Side of Xeen als äquivalente Quest oder vielleicht bei einem Trainer oder so geben. Aber gucken wir uns das erstmal hier an, denn haben ist auf jeden Fall da schon mal gut. Ja, also das werden wir uns beim nächsten Mal anschauen. Das soll es für dieses Mal gewesen sein. Neue Folgen sind immer für aktuell montags, mittwochs und freitags geplant. Gerne den Kanal abonnieren, um da nichts zu verpassen. Ich danke fürs Zuschauen und sage ciao und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.